So, damit willkommen zurück bei Drakensinn. Ich hatte überlegt, ob ich jetzt diesen Part weitermache oder erstmal zum Preios-Tempel gehe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zum Hesindetempel. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zu dem Hesindetempel noch hingeleitet werden. Von daher kann ich auch direkt hier bleiben. Ja, es sind Aufbauarbeiten da am Laufen, aber ich weiß nicht sicher, wie noch fertig werden. Der Tempel wird schon nicht weg. Fische, frische Fische. Oh, hallo. Was darf's denn sein? Elko hat früher eine schöne Katze gekauft. Sagt mir, kennt ihr eine Frau namens Gladys? Ja, kenne ich. Wieso sucht ihr sie? Ein gemeinsamer Freund wurde ermordet. Morde über Morde, brutaler und grausamer. Claes habe ich gerade heute Morgen in der Taverne zur sanften Sau gesehen. Ich würde gerne noch etwas fragen. Fisch für die Katze. Auf jeden Fall Fisch für die Katze. Ja, jeden Monat holt er einmal frischen Fisch für seine kleine Mimi. Niemandem hätte er je was zu leide getan. Entschuldigt doch, hättet ihr vielleicht noch einen Lachs für mich? Ich würde sie gerne der kleinen Katze geben. Ich würde der kleinen Katze gerne eine Freude machen. Auch sie leidet unter ihrem Verlust. Das ist sehr nett von euch. Ich habe keinen ganzen Lachs mehr. Ich schenke euch die Reste hier. Sie werden der kleinen Mimi sicher schmecken. Oh, das ist schon nett. Habt ihr auch was anderes? Ja, mein Mann sieht allerlei aus dem. Rostiges Haumesser, Säbel. Minus, minus, minus. Hier, also das Minus Attacke und Minus Parade. Ein normales Haumesser sollte eigentlich schon versuchen, ohne Minus auszukommen. Habe ich denn eins? Ach ja, beim Zwerg. Ich versuche mein Bestes. Er ist ja mein Waffenträger hier. Also das hat wenigstens nicht minus 1 auf Attack, aber schon noch minus 2 parat. Kurz verrostete Waffen sind. Anbarsche plötzen, alles was Schuppmat findet ihr hier. Tretet näher. So, dann gucken wir mal, wo die Katze hin ist. Tatort. Au. Passt die Katze. Ja. Hier, kleine Mimi, lass es dir schmecken. Lachsreste gegeben. Ja, wo läuft die? Bin mir nicht sicher, ob wir sie verfolgen müssen. Gewinne Mimis Vertrauen. Liebanger. Er muss ein Versteck gehabt haben und nur die kleine Katze kann mir verraten. Eine Katze verrät mir jetzt. Auch wenn sie da ziemlich zutraulich auf die Menschen zuläuft. Na, wo geht sie? Erst kommt mal mit. Fische, 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 Flusskarpfen, Anbarsche, Plötzen, alles was Schuppmat findet ihr hier. Tretet näher, frische Ah, sie Fische, hat mir die Waschung schon. Sehr schön. Günstig und gut ist Strunklers Gut. Jetzt ist die kleine Katze im Gebüsch verschwunden. Dieses Kätzchen ist doch die Brosche. Die Brosche des alten Elok, der Goldschmied, der diese rötliche meine Kostbarkeit so kunstvoll eingefasst hat, muss ein wahrer Meister sein. Wertvolles Schmuckstück. Okay. Fische, frische Fische. Ich sollte Bala Bericht erstatten. Okay.
Mache ich später. Ich will erstmal was verloren gegangene Gladys der sanften Sau zu sagen. Wenn mich nicht alles täuscht, sollten wir Gladys hier finden. In diesem Loch treibt sich das ganze Gesindel der Stadt herum. Ja, hier sollten wir Gladys finden. Nur es sieht nicht gerade aus, als wäre hier weiblicher Besuch zu Gast. Also eigentlich sieht es aus, als wäre hier überhaupt keine Frau. Das ist nicht unbedingt gut. Zumindest nicht das, was ich erwartet hatte. Ja, das ist gut. Das ist noch besser. So, ziemlich viel, was ich gerade geklaut habe. Das speichere ich mal. Oh. Stahl 6. Das kriege ich trotzdem hin. Ich will wissen, was er hat. Vielleicht von hinten klar. Nein. Das ist nicht kaputt. Fingerfertigkeit 19. Aber warte mal. Nein, ich habe schon. Okay. Jetzt, wo wir alles beklaut haben, sprechen wir mit dem Spinner. Auch wenn meine Theke nicht so sauber ist wie ein Elfenpopo, gibt's hier wenigstens das beste Ferdocker. Ich suche eine Frau namens Gladys. Ja. Keine Zeit zu warten. Gemeinsamen Mord. Gladys, wenn sie mich findet, wird sie mich fragen. Na, dann tue ich das. Sag mal, Mädel, findest du nicht auch, dass die Gruppe Jeff recht zu seinen Leuten hier ist? Stumm, brummel nicht an. Brummel. Wenn es dir in meiner Kneipe passt, geh vor die Tür. Also, wenn ich mir eure Kackelei so anhöre, frage ich mich, warum nicht ich mich wie in diesem Gasthaus zu seinem Namen komme. Frag erstmal diesen Samuel. Ich frage erstmal diesen Vierfinger Sam. Sehe ich aus, als würde ich mit dir eine Runde schwatzen wollen? Speckstein soll immer ein offenes Ohr für seine Gäste haben. Fall doch ihm auf die Nerven. Ja, hab ich schon. Danke. Irgendwas mag dieses Spiel in dieser Gegend. Was ist? Entschuldigung, Herr Salm, ich suche Gladys. Tatsächlich, warum sollte ich dir dabei helfen? Gladys, befreundet. Wichtig. Ja. So komisch bist du, na, aber ich will mal nicht so sein. Zwar eine Weile nicht mehr gesehen, aber ich glaube. Frag ihn doch mal, er wird bestimmt weiterhelfen. Schicken Sie
sie mich einmal komplett durch die ganze Bar, oder wie? Was willst du denn? Ihr seid doch Reto. Kledis. Kledis? Nee, kenne ich nicht. Nein, Kledis. Achso, sag das doch gleich. Ne? Ha, Missverständnis. Ja, sehr lustig. Was dieser alte Trottel erzählt, darf man nicht so ernst nehmen. Der Fusel hat ihm die Birne ziemlich weich gekocht. Aber warte mal, ich glaube, Goldzahn kennt Gladys. Na, okay. So, so, du suchst also Gladys? Ja, und du hast das mitgehört und mich trotzdem einmal mit dem Laden ablaufen. Eigentlich müsste ich dir dafür ein Messer durch den Hals und den Kopf machen. Ein Schwert. Ein Schwert, kein Messer. Ja, ich muss hier unbedingt sprechen. Scheint euch jemand zu kennen. Wenn ihr wisst, wo Gladys ist, sagt mir es. So ist das wichtig. Ah, ich weiß, wo du sprichst, statt gerade sein. Jetzt reicht's, aber auf der Stelle, wo sie ist, sagte, ich will keinen Ärger in meiner Kneipe. Ich kann dir wirklich nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Entspann dich einfach und trink ein schönes Pferdocker mit mir. Fragerei macht immer besonders durstig. Hey, hey, hey. Oh, da scheint aber jemand beleidigt zu sein. Hey, hey. Ja, schön. Was ist jetzt aus Gladys geworden? Gladys, Ado. Leider wusste Bala nicht. Vielleicht sollte ich ein paar Leute fragen, ob sie. Scheiß auf dir. Nee, 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 nee. Geh dem Wert auf den Franz. Nicht. Okay, dann verschwinde ich halt. Hummel ist hier runter, ne? Gar nicht aufgeachtet. Aber das ist die einzige andere Tür. Ich schade, dass ich nicht in den Keller kann. Da kann man sich auch was klauen. Aber vielleicht ist das geheime Zockerkeller oder so. Ja, dieses Diebespack hält zusammen wie und so weiter. Am liebsten würde ich wieder reingehen und mir diese Typen nochmal zur Brust nehmen. Ist was? Nee, oder? Verfolgt ihr mich? Ich? Wo denkst du hin? Ich vertrete mir nur ein wenig die Beine. Ja gut, dann gehe ich nochmal rein. Wenn der Affig meint, mich verfolgen zu müssen, dann verfolgt er mich halt in seine Taverne. Wieder hat er ein neues Schwert verdient. In sich. Aber nur fürs Verfolgen, sagen wir die Leber. Die regeneriert sich ja notfalls. Wenn er den Stich durch den Kopf und den Hals überlebt. Und den Totalausfall der Leber. Aber theoretisch regeneriert sie sich. Ist das jetzt ein neuer NPC und ich kann ihn nochmal beklauen? Nein, schade. Ihr Geizhälse! Dann mache ich eure Kiste kaputt. Die ganze. Ja, mein Inventar ist voll. Schön, dass ich Quellwasser dabei habe. Schau einer an. Zwerg Vorgrim. Und dieses Mal sogar nüchtern. Wie viele Männer waren denn diesmal nötig, um dich vom Bierfass wegzuzerren?
Hey, Gladys. Eure Streitigkeiten ein andern Mal klären. Freund Pferde wurde ermordet. Ach, demnach müsst ihr Tipi sein. Goldzahn, es ist alles in Ordnung. Du kannst wieder zurück. Jo, kein Ding, Gladys. Grüß. Vielen, vielen Schienen von mir. Seid willkommen in Förlock. Auch der Zeitpunkt für ein traurig für uns ist. Wieso wollt ihr mich eigentlich sehen? Wieso? Ich muss den Mord an Ardo aufklären. Dachte, ihr würdet mir dabei helfen wollen. Für Ardo? Ja, freiwillig helfe ich. Ja, freilich helfe ich. Ich habe einige Nachforschungen unternommen, leider mit mäßigem Erfolg. Dürfte ich etwas fragen? So sprecht. Was wisst ihr über die Morde? Wie gut kanntet ihr Ardo? Ardo hat sich eine ganze Weile um mich gekümmert, als ich noch klein war. Er hat mir vieles über das Mittelreich beigebracht, vor allem die ganze aufgeblasene Adelsheinis. Ihr wisst, dass er für einen Adligen aus sehr grobem Holz geschnitzt war, ja. Wie er mir damals anvertraut hat, hat er Schreiben nur mühsam gelernt. Eigentlich auch nur, weil er es für seinen Stand zwingend vonnöten war. Und so weiter. Dürfte ich etwas fragen? Was wisst ihr über die Morde? Man sagt, dass eine ganze Reihe von Morden zu diesen Opfern, zu dessen Opfern auch Ardo zählt. Doch irgendwie kommt mir manches merkwürdig vor. Was meint ihr? Ich scheine nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Ich habe so ein Gefühl. Danke für eure Information. Sollten wir uns jetzt gemeinsam auf die Suche nach Ardos Mörder begeben? Ja. Hallo, ein Gladys. Was macht ein Gladys so? Und viel wichtiger, wie geht es, Gladys? Gladys ist größer als ich. Nein, nicht wirklich. Gladys hat nur eine andere Haarfarbe. Drücken wir ihr mal eine Waffe in die Hand. Was hat sie eigentlich? Wo wir gerade bei Waffen sind, mir fällt ein. Er hat immer noch seine Vorgrimm-Axt. Die ja 11-3 und 0-1 hat. Und wir haben hier die Standardwaffe mit 11-3 und 0-0. Die ist besser. Besonders weil er Körperkraft 17 hat. Also kriegt er die mit Normalwert parieren. Yay! Was ist Gladys denn für eine? Och Gott, noch eine Fechterin. Federhut, ja okay. Spielkarten kann sie direkt zu Tippi schmeißen. Haarnadeln kriegt auch Tippi. Sie hat Schlösserknacken. Taschendiebstahl. 13, 14, 12. 14, 15, 14. Tja, dann wirst du, kleine Gladys, eine Giftheilerin werden und Gassenwissen haben. Und Wundheilkunde. 14, 14, 12, da dürfte sie sogar besser sein als Tippi. Ja, durch die Charisma-Maske ist Tippi ein schlechter. Sie hat Fingerfertigkeit 12. Anpassungsfähigkeit. Menschenkenntnis 10, überreden 13. Das ist natürlich hart. Und betören 9. Ja, das glaube ich ja. Ja, dann mal weiter, ne? Ach ne, Waffentalente, Waffentalente. 8. 8 ist auf Max. Eine Fecht- oder eine Säbelwaffe? Eine Fechtwaffe, ne? Fechtwaffe. Gut. Ja? Was wollt ihr denn hier? Ja. Oh. Entschuldigung. Also, ich habe mich beschwert, dass sie mit dem Verkaufston nicht verkauft. Ja, verflossener und so weiter.
Was habt ihr denn zu verkaufen? Nix. Die Truhe habe ich schon offen. Plündert? Ja. Wie sieht's bei Claire mit Pfeilchen aus? Hat sie über 7? Na klar. 4. Sehr schön, also auch 4. Ja, ich weiß, das hätte ich auch eben im Shop sehen können. So, aber da wir den ersten Mord zumindest teils oder neue Details haben. Können wir ja mal die Details abgeben. Ich habe so das Gefühl, der Part ist auch langsam um. Egal, machen wir wieder mal Überlänge. Ist voll okay. Ja, der Part ist seit einer Zeit um. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.